Willkommen zu diesem Video. Ja, wie ich gesagt habe, wollte ich heute nochmal ein Video machen. Und ja, es soll die nächsten Tage auf jeden Fall deutlich wärmer werden. Morgen wird es noch ein bisschen kühler, weil es hier Gewitter geben soll. Aber dann soll es von den Temperaturen her ganz schnell ansteigen. Es soll ab dem Wochenende sogar eine Hitzewelle kommen. Und laut manchen Aussagen oder Wetter-Apps oder so wird bis 37 Grad möglich sein. Danach wird dann die Gewittergefahr dann deutlich ansteigen und die Hitze soll auch für eine ganze Zeit anhalten, so 6-7 Tage oder so. Und angeblich könnte der Sommer sogar ein heißer Sommer werden, aber ich bin mal gespannt. Manche sprechen auch das Gegenteil, das ist ganz normal. Und ja, gestern hatten wir Gewitter abgekriegt, wie ihr am Video erkennen konntet, und auf jeden Fall waren sehr, sehr schöne Blitze am Start. Viele positive Blitze, wie man auch am Donner gehört hat, war schon echt gut. Und ja, jetzt mache ich nochmal so ein Unwetter-Spezialvideo, so ein kleines, was heißt kleines, also es soll ja die nächsten Tage auch wieder Gewitter geben. Heute soll es vor allem im Süden und im Südwesten nochmal krachen, morgen genau selber, da wird sich diese Gefahrenzone etwas weiter nördlich verschieben, sodass auch hier dann Gewitter möglich sind. Also es wird bei mir ja schon Gewitter angezeigt. Und ja, das wäre echt cool, wenn da morgen was kommen würde. Es wird auch für Freitag was angezeigt. Aber ob da was kommt, das werde ich dann nochmal sehen. Auf jeden Fall soll es die nächsten Tage immer wieder gewittrig bleiben. Aber ab Wochenende wird es sich ändern. Ja, weil es dann immer wieder dann die Sonne durchsetzt, dann wird es richtig heiß. Im Westen sind dann örtlich bis 35 Grad möglich und das wird dann schon die erste Hitzewelle dieses Jahr sein. Das könnte eine Rekordtemperatur für den Mai werden. Das ist echt selten, dass es so warm ist. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich schon so weit, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall war das Gewitter gestern echt cool. Wir hatten echt Glück, dass es noch so gezogen ist, wie ich es mir gedacht hatte. Weil ich dachte erst, dass es vorbeizieht, aber dann hat es doch in Richtung uns begeben. Und zurzeit sind noch etwas weiter südlich von uns, also 200 bis 300 Kilometer, glaube ich, sind das ungefähr. Es ist von uns ein Gewitter entfernt, aber es zieht aus dem Osten schon was auf. Aber ich weiß nicht, ob uns das noch reicht. Ich glaube eher nicht. Und ja. Das war eigentlich so das, was ich sagen wollte. Wie gesagt, es soll morgen mal ein bisschen kühler werden hier bei uns, aber im Süden wird sich schon ein deutlich wärmeres Wetter einsetzen, weil über Spanien liegt zurzeit ein Tief. Das lenkt auf der Rückseite, also auf der östlichen Seite, ganz, ganz warme Luft zu uns, oder sagen wir mal heiße Luft zu uns. Und dadurch wird dann auch dementsprechend dann die Hitze länger andauern. Und auf jeden Fall könnte das hier richtig, richtig warm werden. Auf jeden Fall wird das der wärmste Tag dieses Jahres. Dann wird auf jeden Fall, denke ich mal, danach dann die Unwettergefahr dann deutlich ansteigen. Ich glaube sogar, das war es jetzt, das, was ich jetzt sagen wollte. Eigentlich wollte ich, also wie gesagt, heute spät übersteht nochmal im Süden die Unwettergefahr und im Südwesten. Nördlich soll es ja, wie gesagt, die ganze Zeit Sonne bleiben oder Sonne pur geben. Da hat es ja wirklich so wenig geregnet wie noch nie zuvor. Eine extreme Trockenheit ist da. Also der Boden ist schon komplett ausgetrocknet. Also da wird der Regen dringend, Alter, ich kann nicht mehr sprechen, dringend benötigt. Jetzt habe ich es. Und gestern hat es hier bei uns so 2-3 Stunden durchgehend geregnet. Das war auf jeden Fall richtig gut. Hat der Natur auf jeden Fall sehr gut getan. Und ja, morgen soll auch nochmal genau dasselbe Bild sein, auch im Süden Unwetter. Das ist wieder so ein Gegensatz vom Norden und Süden her, Süd und Südwesten, aber diesmal ein bisschen weiter nördlich. Und dann wird sich aber ab Wochenende dann immer mehr die Sonne durchsetzen. Dann wird dann auch im Süden nochmal diese schwülwarme Luft dann weggehen, weil es ist ja, wie gesagt, ein Tief da. Und dieses Tief lockt auch immer wieder so ein bisschen feuchte Luft zu uns hin. Und deswegen entstehen halt immer wieder diese Gewitter. Und es war ja wirklich die letzten Tage so viel Gewitter. Also so viel habe ich echt noch nie gehabt. Und tut mir leid, Leute. Würde ich sagen, das war es jetzt von der Folge. Würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich oder beim morgigen Gewittervideo, wer weiß. Dann würde ich sagen, haut rein, bis hin dann und ciao, ciao.